Hallo und willkommen zu Resident Evil Revelations. Da ja meine Wii den Geist aufgegeben hat. Genau, da meine Wii ja den Geist aufgegeben hat und ich deswegen zu auch nicht weiterspielen kann, wollte ich ein anderes Gruselspiel spielen. Leider hatte ich nicht so viel zur Auswahl und habe mich jetzt einfach mal für Resident Evil Revelation entschieden. Ich denke, das wird uns auch recht viel Freude bereiten. Hoffe ich doch. Ich habe es mal so 2-3 Stunden schon angespielt, wie man sieht. Also ich habe schon ein bisschen was gemacht. Aber ich werde einfach ein neues Spiel beginnen. Und werde mein altes überschreiben. Mit meinem Talent im Schießen in dem Spiel mache ich leicht. Ich glaube, das wird auch so schon schwierig genug. Also, es hat mich schon viel, viel Arbeit und Zeit gekostet, bei dem 6er alle Schwierigkeitsgrade durchzumachen. Und hier bin ich wahrscheinlich nicht unbedingt besser. Hey, Jill! Unglaublich! Die Queen Zenobia. Dass das Ding überhaupt noch läuft? Bring uns herum! Wir müssen an Bord kommen! Es sind 94 Minuten, seit Chris und Jessica nicht mehr auf dem Radar sind. Aber laut Interpolation der letzten Koordinaten sind sie... genau hier auf diesem Schiff. Okay. Wie gesagt, also ich habe das Spiel damals angefangen zu spielen. Nach Chris suchen. Als ich es mir gekauft habe, als es gerade ganz neu rauskam. Und seitdem habe ich es nicht mehr angerührt. Ich weiß auch... ah doch, man kann laufen und zielen. Das geht. Sehr cool. Wow. Von Resident Evil 6 persönlich war ich ja nicht so begeistert, weil es einfach mehr Action-Shooter als Grusel war. Das war schon etwas traurig. Hier ist nichts. Vielleicht kann ich es aufschießen. Hau rein. Ich weiß, wie man schießt. Aber die Atmosphäre hier in dem neuen, in dem Revelation ist wesentlich geiler. Dieser Gestank. Es ist schon eine Weile verlassen. Also wirklich, es sieht gruselig aus und es ist auch gruselig. Auf jeden Fall gruseliger als das 6er. Aber das war ja sowieso ein Flop. Das 5er war auch schon nicht mehr so gut. Ich habe das 5er, glaube ich, auch nie zu Ende gespielt, weil es mir absolut nicht gefallen hat. Obwohl das hier ja an den 5er oder an den 4er, glaube ich, anschließt, das Spiel. Ich bin mir da gerade nicht mehr ganz so sicher. Aber irgendetwas ist hier. Hey. Oh Mann. Was ist los? Ich glaube nicht, dass wir allein sind. So. Konnten das so schnell verschwinden? Ach, das ist da hoch.
Das sieht nicht wie Wasser aus. Gut beobachtet. Die schmeißt die Tür schon regelrecht auf. Schön, dass sie schreit, dann muss ich das nicht tun. Ah, da oben tropft Blut raus. Ist ja. Da tropft Blut aus den Rohren. Schön. Seine Arme, so eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Funktioniert nicht. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, aber okay. Boah, die Atmosphäre. Boah, das ist so genial. Wahnsinn. Da oben ist das etwas, was vorher hier drin war, wohl rausgekommen. Und ich glaube, wir werden es auch gleich näher kennenlernen. Wow. Ah. Scheiß Ratten. Bäh. Widerlich. Hier läuft der Strom noch. Ich bin doch ganz schön nervös. Hab ich irgendwas übersehen? Nee, gell? Das alte Schiff immer dieses ekelhafte, diese komischen Geräusche machen müssen. Jill, sieh dir das an. Ich weiß, dass da was liegt, aber ich würde mich gerne noch kurz schauen, ob hier sonst noch vielleicht irgendwas ist. Nee, gell? Parker, hilf mir hier mal. Klar, kein Problem. Ich hab da was. Glaube, eine Waffe. Und jetzt? Warte mal kurz. Mutig, mutig. Es ist also nicht Chris. Genauso eklig wie im sechsten Teil, ey. Lass mich in Ruhe. Ah, Alter, kannst du auch rennen? Das erklärt dann auch unser vermisstes Team. Das ist nicht gut. Wo bist du, Chris? Episode 1: In die Tiefe. Was jetzt noch so alles passiert. Speichern beendet. Ich weiß nicht, ob man hier genau mit genauso viel Munition beglückt wird wie im Sechser. Aber wir werden sehen. An dieser sonnigen, idyllischen Mittelmeerküste stand einst eines der weltgrößten Bauwerke.
Es dauerte ganze 11 Jahre, die erste Wasserstadt der Welt zu errichten, die schwimmende Stadt Terra Grigia. Eine nachhaltige Metropole, versorgt über eine große Solarenergiematrix, ausgestattet mit den modernsten Biotechnologien. Noch nie zuvor wurde Solarenergie zur Versorgung einer ganzen Stadt eingesetzt. Aber 2004 hat Veltro, eine terroristische Vereinigung, gegen die aufstrebende Stadt einen Bioangriff gestartet. Sie setzten einen Virus frei und etliche Kreaturen, bekannt als BOWs. Diese Kreaturen jagten wild durch die abgeschottete Stadt und infizierten die Bewohner. Die FBC, die führende Anti-Bioterror-Organisation unter der Leitung der Vereinigten Staaten, wurde hergerufen, um den Angriff einzudämmen. Die BSAA, eine Anti-Bioterror-Organisation, die unabhängig von der Regierung operiert, schaltete sich als Beobachter ein, um die FBC zu unterstützen. Entschlossenes, schnelles Handeln war vonnöten. Und so gab das örtliche Hauptquartier den Befehl, die Solarenergie-Matrix der Stadt gegen sich selbst zu richten. Das Chaos und die anschließende Zerstörung wurden bekannt als Terra Grigia-Panik. Nach diesem Vorfall verkündete die FBC, dass die terroristische Vereinigung namens Veltro erfolgreich zerschlagen sei. Wir haben jetzt 2005. Das ist fast ein ganzes Jahr nach dem Vorfall. Aber, wie man sieht, ist die verlorene Stadt Terra Grigia noch immer unzugänglich. Ein schweigendes, kraftvolles Symbol für die Bedrohung der Menschen durch den Bioterror auf der ganzen Welt. Ah, da seid ihr ja. O'Brien, auch mal wieder mit von der Partie? Tja, mein Arzt hat mir Bewegung verschrieben. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die FBC das gesamte Gebiet abgesperrt hat. Aber in den letzten paar Wochen sind einige merkwürdige Kadaver angespült worden. Das konnte die FBC vermutlich nicht einfach totschweigen, ne? Jeder, der weiß, was hier passiert ist, kann eins und eins zusammenzählen. Genau deswegen habe ich die BSAA zur Untersuchung hingeschickt. Habt ihr schon eure neue Ausrüstung von Quint bekommen? Die Genesis oder so. So heißt sie doch, oder? Du hast es nicht für nötig gehalten, die Anleitung zu lesen. Nein, aber ich habe sie dabei. Man kann ja nicht wissen. Ich hoffe, du kannst schnell lesen. Denn du wirst sie bei der Mission brauchen. Ja, ja, mach ich. Ich finde den Typen so geil. Der ist so witzig. Ich finde ihn echt voll sympathisch. Ich mag den sehr gern. Vor allem der Akzent finde ich toll. Okay, Genesis Handbuch Version 1.0.9. Genesis, der Spitzname eines hochmodernen Bioscanners, der zurzeit vom Global Pharmaceutical Consortium getestet wird. Er scannt das Ziel mit einer speziellen Synchrotronstrahlung. Die Ergebnisse nutzt er anschließend zur Analyse. Virenanalyse. Auch kleinste Virenmengen können entdeckt und analysiert werden. Impfstoffherstellung. Version 1.0.4 ermöglichte es erstmals, einfache Impfstoffe auf Basis der Virusanalyse herzustellen. Aufspüren. Mithilfe der Synchrotronstrahlung kann man auch bestimmte Gegenstände aufspüren. Die Daten für Munition, Heilkräuter und so weiter sind im internen Speicher für weitere Tests hinterlegt. Wenn sich ein entsprechendes Objekt in der Nähe befindet, leuchtet der Bildschirm in der unteren rechten Ecke auf. In der unteren rechten Ecke Kadaver suchen, was? Ah, einfach widerlich. Die sind alle verwest. So bleiche Haut. Das habe ich noch nie gesehen. Erfasst die Daten mit dem Genesis. Genesis L2 ausrüsten.
Nein, warte mal. Ach so. Da muss ich das gedrückt halten? Das ist ja blöd. Das Genesis braucht eine ausreichend große Probe, um genaue Daten zu liefern. Okay. Scannt die Kadaver am Strand und sendet mir die Daten. Da ist etwas. Da ist was drin. Mhm. Vorsichtig. Keine Sorge, das habe ich schon mal gemacht. Ich hab da was. Was ist das? Vielleicht eine technische Mutation. Das wäre der Beweis. Ich führe damit ein paar Tests durch. Macht ihr einfach mit der Untersuchung weiter. Jawohl. Ah, Munition. Kadaver. Nochmal Munition. Ach, das ist der Typ, der mir hinterhergerannt ist. Ich bin gerade gewundert.